Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via PayPal mit 1 Euro im Monat über patreon.com/masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Kennt ihr das Märchen, das von einem Gerichtsmediziner handelt? Das tapfere Aufschneiderlein. Vor dem Kacken lege ich immer eine Anti-Haftpfanne in die Kloschüssel. Ihr könnt ab jetzt Daniel Düsentrieb zu mir sagen. Morgen gehe ich schwimmen. Ich habe schon alles eingepackt. Badehose, Flipflops, Handtuch und den Blindenstock für die Darmumkleide. Dein Gehalt ist das monatliche Abo, was dein Chef für dich bezahlt. Na toll, und wer hat ihm die ganzen Rabattcoupons gegeben? Richtige Blähungen hat man erst, wenn in der Dusche das Wasser wieder nach oben fließt. Aus dem Vorstellen. Beim Grillen unterscheidet man ja praktisch zwischen Fleisch und fleischlosem Essen. Also praktisch zwischen Grillgut und Grillböse. Wer beruflich viel mit Menschen zu tun hat, der lernt sehr viel. Zum Beispiel, wie man am besten eine einsame Hütte im Wald baut. Hab immer öfter Streit mit Leuten, weil ich eine eigene Meinung habe. Mein Kind in Klammern 7 ist sauer auf mich, geht ins Zimmer und dreht laut Musik auf. Und diese Biene, die ich meine, die heißt Maya. Richtig sauer ist da jemand. Richtig sauer ist da jemand. Ich arbeite bei der Post und leite dort sehr gute Arbeit. Wenn ich beruflich aufsteigen soll, werde ich dann fürs Befördern befördert? Eine Studie hat ergeben, dass Männer heutzutage nicht mehr so fest zugreifen können. Habe vor Scham eine Straßenlaterne verbogen. Bin heute zum ersten Mal bei meiner Freundin in die Wohnung gegangen. Klobrille schon für mich hochgeklappt, im Fernseher läuft Fußball und ein Saufkumpane im Schrank. Sie ist die Richtige. Ich schaue gerade eine Naturdoku. Den Satz, eine bemerkenswerte Strategie für ein hirnloses Weichtier. Muss ich mir dringend fürs Büro merken. Kinder essen bei uns umsonst. Okay, cool. Also ich bekomme ein Glas Wasser und ein Spaghetti-Eis und mein Sohn nimmt das T-Bone-Steak und ein großes Kinderbier, bitte. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass morgen ein Paket ankommt und ich habe absolut keine Ahnung, was ich da bestellt habe. Ich bin so ein richtiges Amazon-Opfer. Ich habe mir mal einen Reißverschluss auf den Bauch tätowieren lassen, damit die Leute im Schwimmbad nicht denken, ich sei fett, sondern einfach nur einen Fettsuit trage. Meine Freundin googelt nach Antifaltencreme und bekommt ein Abrissunternehmen angezeigt. Vielleicht habe ich etwas lauter gelacht, als ich vielleicht sollte. Opas Weisheit. Es ist wurscht, wie dick das Brot ist, solange die Wurst so dick ist wie das Brot. Jemand hat mir erzählt, man könnte Eiswürfel aus übrig gebliebenem Bier machen. Ich bin verwirrt. Was ist übrig gebliebenes Bier? Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.